Die Straße am Lessinghaus in der Hoyerswerder Altstadt wird ab kommenden Dienstag bis voraussichtlich 5. Mai unter anderem wegen Pflasterarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird ausgewiesen. Fußgänger können die Baustelle passieren, heißt es aus dem Rathaus. Wegen der Straßensperrung müssen sich Nutzer der Stadtbuslinien 1 und 3 sowie der Linie 131 auf Einschränkungen einstellen. Es werden in dieser Zeit einige Haltestellen nicht bedient, informiert die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda. Fahrgäste bekommen detaillierte Infos im Internet unter vvo-online.de im Bereich Alle Fahrplanänderungen.